Der Emsland-Dom. Historie der St. Martinuskirche in Haaren an der Ems. Im Jahr 1854 wurde die St. Martinuskirche in Haaren feierlich durch den Bischof zu Osnabrück eingeweiht. Doch mit den Jahrzehnten traten aufgrund des schlechten Untergrundes Schäden auf. Die Schließung der Kirche war zu befürchten. 1909 begannen die umfangreichen Baumaßnahmen des Erweiterungsbaus, woraus die im Emsland weithin riesige sichtbare Kuppel entstand. Fortan trug die St. Martinuskirche den Beinamen Emsland-Dom. Haaren hatte seine Skyline. 35 Jahre später, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, musste 1945 der in Haaren aufgewachsene Stefan Siebum mit 19 Jahren noch an die Verteidigungsfront. Ich sollte zum Volkssturm nach Laaten und das wollte ich nicht. Da sind wir mit 4 Mann im Grunde genommen geflüchtet, mehr oder weniger Fahnenflucht, ins Landegger Moor. Da waren wir 2-3 Tage und dann wurde plötzlich die Kirche in Haaren beschossen. Ja, ich habe ja etwas mit Stefan Siebum gemeinsam. Stefan lag im Krieg und ich lag in den Windeln. Ja, also persönlich habe ich ja nichts mehr mitgekriegt. Ich war erst 2 Jahre alt und nachher habe ich recherchiert und habe dann festgestellt, dass Panzer über Weseweh nach Haaren gekommen sind. Und dann ist ein Panzerspähwagen angegriffen worden von deutschen jungen Soldaten. Daraufhin ist ein Panzer bis Kellershorn gefahren am Kanal, hat sich eingerichtet und auf den Kirchturm geschossen. Und da sahen wir dann plötzlich, dass die eine Schwester, und das ist die Schwester Kunigunde gewesen, die sich einen Laken schnappte, unter Lebensgefahr den Turm erkletterte und oben aus dem Fenster hat sie mit dem Laken gewunken. Und so ist dann der Beschuss eingestellt worden. Und das war dann für uns endgültig der Aufbruch. Sind wir dann abends gegen Nacht wieder nach Haaren zurück. Der Kuppelturm wurde nach dem Krieg repariert, um weiterhin über die Schifferstadt zu thronen. Und so überstand der Dom diese schwere Zeit. Allerdings wurde in 1949 die kleine Kirchturmspitze abgebaut. Die Schalung war nach 90 Jahren morsch geworden. Selbst aus großer Entfernung präsentierte sich der Dom daraufhin nur noch in abgespeckter Version. Bis in die 1960er Jahre verlief das Leben in der Domstadt in ruhiger Harmonie. Doch 1965 ereignete sich ein weiteres Ereignis am Dom. Ich war seinerzeit im Stadtrat und wir hatten an dem Tag eine Stadtratssitzung. Und die Stadtratssitzung war schon fast zu Ende. Da kam irgendjemand rein und sagte, die Kirche brennt. Ja, ich saß im Rathaus, war Lehrling. Dritte Jahr. Plötzlich kam Feueralarm, Feuerwehrwagen rollten durch die Stadt. Wir guckten nach draußen, da sahen wir vom Rathaus aus, das war noch das alte Rathaus, heute das Ärztehaus, dass die Kuppel brannte. Und wir also voller Entsetzen, also das kann ja nicht, die Kirche kann ja nicht brennen. Und dann sehen wir nach draußen und dann sind wir natürlich hingeflitzt und ich war nicht der Einzige, sondern es waren Tausende. Und an dem Brand konnte man nichts machen. Die Feuerwehr war machtlos. Der Turm ist schließlich 56 Meter hoch. Schweißarbeiten führten während Instandsetzungsarbeiten oben in der Laterne des Doms zu dem Brand. Ein Jahr später wurden 2 neue Laternenstufen der ehemaligen Spitze der Kuppel wieder aufgesetzt. Im Dezember 1992 wurde dann endlich die neue, alte, kleine Kirchturmspitze nach 4 langen Jahrzehnten ebenso wieder aufgesetzt. Die Haarener bestanden darauf. Schließlich sollte der Dom, ihr Emsland-Dom, wieder sein altes, komplettes Antlitz besitzen. Die Schifferstadt
hatte ihre Skyline zurück. Im Sommer 2017 umrankte dann ein Bauzaun den ganzen Dom. Erneute Sanierungsarbeiten mussten in Angriff genommen werden. Risse im Mauerwerk wiesen darauf hin, dass sich größere Putzflächen nach außen wölbten. Das Problem hierfür lag im Inneren der Mauern und den teilweise korrosierten Stahlträgern. Ebenso begannen im Inneren der ausgeräumten Kirche erste Vorbereitungen. Auch hier war eine ausgedehnte Sanierung erforderlich. Doch vorher musste ein riesiges Baugerüst installiert werden. Dieses Baugerüst füllte fortan den Innenraum der Kirche komplett aus. Hier mit Blick in Richtung Orgel, geschützt hinter einer Holzfassade. Selbst über den Altar hinweg reichte das enorme Baugerüst, um die Arbeiter in der Kirche hoch hinauf an die Sanierungsstellen zu bringen. Um so in 20 Metern Höhe unter der Kuppel die erforderlichen Freilegungsarbeiten angehen zu können. Auch hier teils mit schwerem Gerät. Alle korrodierten Stellen mussten aufgestemmt werden. Während draußen ebenfalls ein komplettes Baugerüst mittlerweile den Torso der Kirche umschloss. Auch hier musste mit hartem Gerät der Zahn der Zeit freigearbeitet werden. Im Inneren der Kirche wurden dann hingegen bereits die ersten Fachsanierungsarbeiten im Detail angegangen. Deutlich zeigt der Vorher-Nachher-Vergleich den Unterschied. Im aufkommenden Herbst 2018 war das äußere Baugerüst zu großen Teilen wieder abgebaut worden. Und so konnte damit begonnen werden, das tragende Mauerwerk wieder aufzufüllen. Wohingegen selbst über den Winter hinweg im Inneren des Domes weiter saniert wurde. Doch dann, endlich im Spätsommer 2019, nach 2 Jahren, wurden die schützenden Holzfassaden im Inneren der Kirche wieder abgetragen.